Hallo liebe YouTube und MOBA-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, neuer Mittwoch, neue Sendung und jetzt vorweg erstmal ganz, ganz wichtig von Arno und mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und zwar unsere Abo-Zahlen und die Watch-Zahlen, die steigen und es ist einfach Wahnsinn. Ich habe es ja schon beim Intermodellbau-Video gesagt, wie schön das ist, mit euch so in diese Kombination zu kommen, dass wir über Sachen reden, dass wir angesprochen werden und so ein richtig fester Teil dieser ganzen MOBA-Community werden. Und das ist einfach echt, echt toll. Also ich finde das richtig klasse. Wir sind da auf dem Weg, den wir uns so gar nicht vorgestellt hätten, dass das mal überhaupt so kommen wollte. Wir wollten ursprünglich ja einfach nur mal, wenn ich jetzt Arne angucke, ne, einfach mal so unsere Modellbahn mitfilmen und so einen Baubericht machen und vielleicht interessiert sie einen oder anderen. Aber dass jetzt sowas schon innerhalb von kürzester Zeit so daraus entstanden ist, ist einfach richtig toll. Da freuen wir uns drüber. Und wir versuchen natürlich immer an der Stange zu bleiben, dass wir euch dann auch immer wöchentlich irgendwas Neues präsentieren können, euch beim Anlagenbau mitnehmen oder auch bei Kundenaufträgen und sonstigen. Ja, genau. Worum geht es in dieser Folge? Wir wollen an der Anlage weitermachen, beziehungsweise haben wir an der Anlage weitergemacht. Ein paar Stromeinspeisepunkte mussten noch gelötet werden. Wir haben noch ein paar Gleisverläufe überarbeitet. Und das ist eigentlich, da geht es eigentlich erst drum, weil bevor wir jetzt mit dem nächsten Bauabschnitt beginnen, das wäre halt die, also Stromverkabelung noch fertig machen und mit dem nächsten Abschnitt, das sind ja die Blockabschnitte, das, was wir als nächstes machen wollen. Anfangen muss erstmal alles jetzt richtig sein und erstmal fertig werden. Und damit wir sagen können, so Haken hinter, jetzt kommt ein neues Projekt, also auf unsere Anlage und dann arbeiten wir uns ja sukzessive immer weiter nach vorne vor. Und das geht natürlich nur, wenn alles andere ordentlich ist, weil sonst haben wir immer einen Fehlerteufel, der sich natürlich mitschleicht. Ne? Und das wollen wir natürlich nicht. So, und deswegen geht es in dieser Folge noch so ein bisschen rum. Gleisbau, Kabellöten, alles Mögliche, was dazugehört, Testfahrten natürlich. Und kommen wir immer weiter an diesen Punkt, dass wir sagen können, so, wir haben die Nulllinie quasi erreicht und ab jetzt geht es wieder an den Punkt, wo wir in Anlagenbau wirklich Meter machen können und coole neue Projekte angehen können hier, dass wir weiterkommen. Aber wie gesagt, dafür muss erstmal alles andere fertig sein. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und ja, bleibt uns treu und im besten Fall sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Also, bis dann. Thank you.
Thank you.